Hallo, Arnes Ruppin, Kinderphysiotherapie. Hallo? Ich heiße Nils. Hallo. Hallo, ich rufe an wegen Opa. Und zwar haben wir versucht, den einzurenken, ging aber schief. Oha, wie habt ihr den denn eingerenkt? Und warum? Na, der Opa, der hat ja immer so mit dem Rücken, mit dem Kreuz hat das. Und da legt er sich immer hin. Und dann normalerweise stellt sich die Oma einmal mit dem Fuß drauf, dann macht's knack und dann geht's wieder. Oh weia, so machen wir das nicht. Draufhüpfen? Vielleicht schickst du lieber her, dann zeige ich Ihnen was Besseres. Nee, es geht ja nicht. Er liegt hier jetzt gerade auf dem Boden und kann nicht. Ach, er kann gar nicht? Nee. Wieso das nicht? Weil die Oma ja nicht da ist. Haben wir das so gemacht, dass ich vom Küchentisch bin ich auf dem Rücken draufgehüpft. Auf den Rücken vom Küchentisch? Nee, auf dem Rücken vom Opa. Ja, schön drauf. Na, hast du mir einen Dauerpatienten beschert, würde ich sagen. Wieso? Es wird länger wehtun. Schönen Gruß an Opa. Wie kommst denn du auf so eine Idee? Das war an Opa seine Idee, weil ich zu leicht bin. Um Gottes Willen, Rücken ist doch kein Trampolin. Was macht ihr denn? Na, vielleicht hat's noch nicht gereicht. Ich habe überlegt, ob ich mit dem Daniel mal drauf hüpfe. Ja, oh nein. Oh Gott, nein. Bitte nicht auf den Rücken springen. Ach, und Opa kann sich gar nicht bewegen? Nö, der liegt in der Küche und schreit rum. Oh, oh mein Gott. Ja, was machen wir denn da jetzt? Weiß ich nicht. Ich könnte den Opa, wir haben ja so ein Ding mit vier Rädern, wo man die Möbel hin und her schieben kann. Und denn? Wohin? Na, wenn ich da einen Opa drauflege mit dem Bauch, dann kann ich ihn wie eine Schubkarre zu euch fahren. Das machen wir, glaube ich, lieber nicht. Ich würde sagen, ruf einfach lieber einen Arzt und den Opa schickst du dann lieber 2-3 Tage später zu mir. Und kommst gleich mit. Okay, und dem sage ich dann, dass es deine Idee war. Du sagst aber nicht, dass es meine Idee war, auf den Rücken zu springen vom Küchentisch. Nee, pass auf. Lass mal lieber jemanden drauf gucken, der das auch kann. Und lass mal deinen Opa lieber in Ruhe. Könnt ihr hier noch einen nehmen? Wir haben nämlich hier einen Ersthelfer. Einen Ersthelfer habt ihr doch da? Ja. Na, wen denn? Nee, beim Radio haben wir einen Ersthelfer. Och je.